Was ist denn angesagt, Dicker? Das neue iPhone oder was? Ja, yeah, bling, 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 über Leichen gehen und ganz reich werden. Das ist angesagt in diesem Land, nach Meinung der Medien. Aber wir wollen eine Form von Widerstand bilden, die ganz entspannt ist. Mein Traum wäre es eigentlich, auf Menschen zu treffen, auf viele Menschen zu treffen, die sagen, cool, dass das mal jemand ausspricht, wir sind auch auf dieser Wellenlänge und wir lassen euch nicht allein mit euren Gedanken. Stell dir mal vor, was passiert, wenn die Bürger hier in Deutschland wieder auf die Straße gehen, und zwar alle. Ja Mann, aber irgendwie hatten doch die Deutschen da mal was mit irgendwas mit Zweiten Weltkrieg und so. Und ich habe gehört, dass die Deutschen sich da nicht irgendwie einig sind und zusammenfinden wieder als Volk aufgrund dessen. Wisst ihr, ich habe mal eins... Es gibt viel Angst in diesem Land, viel Angst. Ja, irgendwie so. Genau, die Angst ist eine Sache. Jemand hat mal gesagt, wisst ihr, warum die Menschen in diesem Land nicht auf die Straße gehen, wie zum Beispiel wie in Frankreich oder anderen Nationen? Wie zum Beispiel am 22. März in Spanien, dort sind Millionen Bürger für Frieden auf die Straße gegangen, überall auf der Welt, weil in Deutschland keiner noch so richtig Hunger hat. Kommt der Moment in diesem Land, wo die Menschen anfangen werden, richtig Hunger zu haben, weil sie einfach nichts mehr zu beißen haben, weil sie sich das nicht mehr leisten können, spätestens dann werden sie aufwachen und auf die Straße gehen. Aber dazu sollte es nicht kommen. Deswegen stehen wir heute hier. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass diese Angst, die die Menschen uns schüren, Angst, unser Telefon zu verlieren, Angst, zum Termin zu spät zu kommen, Angst, irgendwie morgen nicht mehr seinen Leistungsdruck geben zu können auf Arbeit, Angst, seine Wohnung zu verlieren, sein Kind nicht mehr ernähren zu können, Angst, auf die Straße zu gehen und abgestochen zu werden, wie zum Beispiel im Fall von Johnny Carr, für den wir heute auch hier stehen, dass diese Angst aufhören muss. Und diese Angst können wir nur durch eins bewältigen, indem wir zueinander stehen, indem wir anfangen, uns nicht zu disrespektieren, indem wir anfangen, Menschen, die zum Beispiel ein Klo putzen oder Menschen, die zum Beispiel einen Stuhl machen oder sonst irgendetwas, als gleichgesinnt zu sehen, nicht als irgendwie, hey, der macht nur Stuhlputzen oder sowas. Und ich habe studiert. Wer sagt denn, verfickt nochmal, dass in diesem Land jemand, der 20 Jahre studiert, mehr Arbeit leistet, als jemand, der 20 Jahre irgendein Haus baut? Niemand. Das ist genau dieselbe Sache und deswegen stehen wir heute hier, damit wir entlohnt werden für unsere Arbeit, damit wir nicht für 5,50 Euro die Stunde arbeiten gehen und am Ende des Tages nichts zu essen haben, Mann, damit wir unsere Familien durchbringen können. Deswegen stehen wir heute hier und wir in unserer Generation mit dieser Musik möchten auch zeigen, dass es anders geht, dass die Weltbilder, die Menschen uns versuchen aufzuzwängen, nun mal nicht so sind, wie sie sein müssen. Wir haben auch nicht viel, aber wir haben uns, wir haben Freunde, wir haben Menschen, die zueinander stehen. Wir bilden ein Kollektiv an Künstlern, an Menschen, die irgendwann was erreichen wollen in dieser Welt, außer hier Patte und Geld, weil das macht uns am Ende alle kaputt. Auf jeden, Mann. Auf jeden, gut gesagt. Was wir auch brauchen, finde ich, ist eine völlig neue Integrationspolitik. So, weil ich wollte neulich irgendwie den deutschen Staatsbürgerschaft mir abchecken. Dann hieß es auf einmal so, das geht nicht und so. Und dann habe ich irgendwie hinterfragt und sowas und habe ich gemerkt, ah ja, die Politik ist ja noch irgendwie aus den 60ern oder aus den 80ern. Wir brauchen da irgendwie ein 2014er Modell. Und ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr, dass der Staat gegen seine Bürger arbeitet. Das ist nicht nur ein Empfinden von mir, sondern so denken voll viele Leute. Aber irgendwann, wenn wir alle angestellt genug sind, sind wir auch alle wieder die Stimme eines Volkes. Und dann gehen wir in so einer Form hier auf die Straße. Für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Freiheit, und du siehst, wie das Rad der Zeit sich dreht. Kein Scheiß, was du liebst, all das kann schon bald vergehen. Ich werde immer dafür sorgen, dass es weitergeht. Hier und jetzt, wir sind echt, morgen ist vielleicht zu spät. Wir müssen handeln, wenn wir wirklich was erreichen wollen. Ich frag mich, was das zweifeln soll, sie labern dich mit Scheiße voll. Ich hab keine Zeit dafür, ich bin voller Tatendrang. Ich halte die an Lagern, bis die ganze Straße tanzt. Medizin gegen dunkle Gedanken. Ein Volk, eine Stimme, Wunder entstanden. Am Anfang hat noch keiner daran geglaubt. Doch heute bauen wir uns auf, ohne wie Fahrer was auf. Und wenn stark daran glaubt, kannst du das gleiche erleben. Wir rollen auf steinigen Wegen, um neue Weichen zu legen. Mit der Kraft der Veränderung, weil Menschen hier noch Werte haben, wecken wir gemeinsam die Giganten, die im Sterben lagen. Sag ihnen, wenn nicht, wir werden los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Sag mir, wenn nicht, wir werden los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Oh ja, das sind wir. Und wir hoffen auch, dass ihr das auch seid. Wir hatten gestern unsere erste eigene Demo hier an der Weltzeituhr. So. Geht raus, Leute, engagiert euch. Sie wollen einen Sinn sehen, die Dinge nicht mehr hinnehmen. Sie wollen autonome sein und selber dann ihr Ding drehen. Wir fangen ein System, wo es um Geld oder Liebe geht. Wollen nicht mehr weiter diese Welt ohne Frieden sehen. Die Völker sind alt, die Wahrheiten unbequem. Die Frage nach dem Wieso, warum Menschen vor die Hunde gehen. Ich bleibe nur ein Gast und ich möchte nicht viel hinterfragen. Doch warum sind viele Kids alleine an den Wintertagen? Wir sind dieses Volk und wir wollen keine Zinssoldaten. Wollen Individuen.
Individuen. Ungesunde Kinder, sofort habt ihr Pech, denn wir fordern dieses Recht und wir tragen mit dem Widerstand die Worte ins Gefecht. Denn was bringt uns der Fortschritt, wenn nichts sich verändert? Das Volk ist geprägt durch die Dichter und Denker. Wir tun, was wir können und beseitigen, was schlecht ist. Schenken eine Stimme und verteidigen die Rechte. Sag mir, wenn nicht wir, wer dann? Los, wir inspirieren das Land. Wir sind freie Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Sag mir, wenn nicht wir, wer dann? Los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Wir gehen alle 4 Jahre wählen und alle 4 Jahre merken wir, hoppla, da ändert sich ja gar nichts, zumindest nicht viel. Wie lange sollen wir das doch mitmachen irgendwie? Das ist ein ewiger Kreislauf von Bullshit. Am besten noch 50 Jahre lang so, bis die Welt im Arsch ist. Aber wir können unseren Kindern erzählen, wir waren auf der Straße, als es losging. Yeah. Sag mir, wenn nicht wir, wer dann? Los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Sag mir, wenn nicht wir, wer dann? Los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Sag mir, wenn nicht wir, wer dann? Los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. So darf es nicht weitergehen. Wir müssen uns auf jeden Fall etwas einfallen lassen. Wir müssen mehr aufeinander zugehen. Wir müssen versuchen, miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Auch ich mach mir viel Gedanken, schau ich mir diese Welt an, ich will was verändern. Also fang ich bei mir selbst an. Yeah.